Mal wieder ein euphorisches Guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlichen Glückwunsch, ja, das auch, aber herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Und ja, euphorisch, weil ich mich einfach darauf freue, weiter aufnehmen zu können. Ich kann leider momentan nicht jeden Tag aufnehmen oder so viel aufnehmen, wie ich es gerne machen würde. Dann hätte ich es wahrscheinlich schon wieder durchgespielt, dieses Hearts of Stone. Ja, deswegen euphorisch. Und das, obwohl ich mir mal wieder meinen Hals verrenkt habe. Das passiert mir leider in letzter Zeit viel zu oft. Und es ist eigentlich eher unangenehm, hier so blöd da zu sitzen. Ich habe mir ein, ich glaube, es ist ein Kirschkernkissen, oder? Ist es ein Kirschkern? Ne, es könnte auch irgendwie irgendwelche anderen Kerne drin sein. Es könnte auch ein Weizenkissen sein. Egal, ich habe mir so ein Kissen halt warm gemacht in der Mikrowelle und mir auf meinen Nacken gelegt, in der Hoffnung, dass es ein bisschen hilft. Egal, ich werde das schon irgendwie durchstehen. Auf jeden Fall werden wir jetzt... Was machen wir jetzt eigentlich? Ja, das ist immer das Problem, wenn man wieder ein paar Tage nicht gespielt hat, dann weiß ich wieder gar nicht. Stimmt, Nebenquest hatten wir alle erledigt. Die einzige interessante Schatzsuche hatte ich auch erledigt. Und, also die für mich interessante Schatzsuche. Und jetzt ist halt die Frage, ob wir zuerst die Sause des toten Mannes machen. Trifft Shani vor der Familienkrypta der von Everest. Oder ob wir zuerst Sesam öffne dich machen. Geht zum Auktionshaus. Und ich glaube, das Auktionshaus war ja hier in der Stadt. Deswegen gehen wir da zuerst hin. Oh, das war nicht geplant. Oh, Moment. Ich werde jetzt aber trotzdem mal gucken, was hier rumliegt. Nicht, weil ich irgendwas klauen will von Shani. Das ist mir eigentlich egal. Der berühmte Dynastien Redaniens. Okay, natürlich muss ich ein Buch mitnehmen, was ich noch nicht kenne. Logisch. Lesen wir dann auch irgendwann mal durch am Ende von der Folge. Ich glaube, wir haben auch fast gar keine nicht gelesenen Bücher mehr. Also die meisten Bücher, die wir haben, haben wir auch gelesen. Hochzeitseinladung. Da ihre Kinder allertiefste und edelste Gefühle füreinander entwickelt haben und diesen Bund nach uraltem Brauch mit heiligen Riten besiegeln möchten, bitten die Eltern von Aldona Lamsch und Jonas de Boga nach altem Brauch um die Anwesenheit von Shani, Nachname unleserlich, sowie einer Begleitung ihrer Wahl auf der Hochzeitszeremonie der Verlobten sowie dem nachfolgenden Fest. Hey, vielleicht werde ich da eingeladen, das wäre doch cool. Ja, ich durchsuche die Sachen ja eigentlich nur, weil ich ganz, ganz fieberhaft auf der Suche nach Vitriol bin. Wahrscheinlich hätten wir das in Witcher 3 total einfach irgendwo schon mal finden können, aber ich habe halt einfach nicht gedacht oder darauf geachtet, dass wir, jetzt glaube ich ja doch Sachen von Shani, ist mir schon irgendwie leid, aber egal. Was wollte ich sagen? Das Spiel leckt gerade so ein bisschen, was ist da los? Was wollte ich sagen? Ja genau, ich bin halt auf der Suche nach Vitriol, weil ich einfach bisher nicht hinbekommen habe, das irgendwo irgendwie mal zu finden, das ärgert mich und... Ich hoffe einfach mal... Hallo, hier geht's ja nach unten. Ich hoffe einfach mal, dass wenn ich so ein bisschen ausschaue, aktiv, wie gesagt, ich versuche nicht alles hier zu klauen von Shani, deswegen lasse ich die Sachen mal da. Ich hoffe einfach, dass wenn ich jetzt aktiv danach suche, also einfach mich häufiger mal umschaue, auch wenn ich die ganzen Sachen nicht unbedingt direkt mitnehme, dass ich da dann vielleicht mal das Glück habe und irgendwann mal irgendwie Vitriol finde. Zumal wir ja das auch zweimal brauchen. Also es ist ja nicht so, dass wir das einmal finden, die heile Welt dann wieder da ist, sondern wir brauchen es verdammte zweimal und wir haben es halt bisher noch nie gefunden. Alchemistenpulver, geil. Ich habe es aber einfach noch nie bei Händlern gesehen, also seitdem ich darauf achte, und es ist halt leider noch nicht so lange, dass ich darauf achte, das ist so ein bisschen das Problem. So. Hallo, ich brauche die Fackel gerade nicht. Dann rennen wir mal zu... Unserem Anfang quasi zum nächsten Quest. Und mir gefällt mir das hier gerade nicht so. Ist das Borso, die Auktionshaus? Scheint so. Gefreiter Klein, du bist im Dienst. Schon vergessen? Mit Zivilisten wird nicht geplaudert. Zweck des Besuchs? Redanische Soldaten bewachen ein Auktionshaus. Aus Neugier. Redanische Berufssoldaten, stimmt's? Hauptgefreiter Wenzel zur Stelle. Und der Depp hier ist mein untergebener Gefreiter Klein. Nun piss dich mal nicht ein vor Aufregung. Hast du was gesagt, Soldat? Nein, nichts. Müsstet ihr nicht irgendwo anders sein? Es herrscht Krieg, wisst ihr. Wir wurden alle hierher verlegt. Befehl 76 CWX in Schriftform. Mission, Bewachung des Auktionshauses. Priorität hoch. Die höchste sogar.
Der Borsodi kennt sich aus mit den hohen Tieren. Hilft ihnen, die Kriegsbeute zu verkaufen. Kriegt Schutz dafür. Gefreiter Klein, das sind geheime Militärinformationen! Sind die Eigner da? Du meinst wohl den alleinigen Eigner, den geschätzten Horst Borsodi. Ja, ist er. Ich muss mit ihm reden. Befehl 76CWX ist eindeutig. Nur Geladene dürfen zur Auktion. Mit den schriftlichen Namen, ganz einfach. Wir werden uns schon einige. Wer hat klug, eine Ausnahme zu machen? Ja, wir werden uns schon einige kommen. Und das soll euch hindern? Also bitte. Ich fürchte, du hast Pech. Befehl 76CWX besagte ferner, Hauptgefreiter Wenzel möge sich einen Besen in den Arsch stecken. Klein! Weißt du eigentlich nicht, was auf Vorgesetztenbeleidigung steht? Wen haben wir denn da? Geralt, der Hexer aus Riva. Wimme Vivaldi, der Bankier aus... Woher kommst du eigentlich? Wen kümmert es, Kollege? Geld kennt keine Grenzen. Was geht hier vor, Hauptgefreiter Wenzel? Du zankst dich mit meinem Kumpel Geralt? Meister Vivaldi, Herr, dein geschätzter Sozius hat keine Einladung zur Auktion. Und ich... Aber ich habe eine Einladung, verdammt noch eins. Und er kommt mit mir. Rein mit dir, Geralt. Zum Glück habe ich ein paar Freunde, die auf mich aufpassen. Meine Befehle? Ach, drauf geschissen. Muss ich erst zum Feldwebel gehen? Hoffentlich nicht. Jetzt stramm gestanden und Mund gehalten. Cooler Zwerg. Oh, die Jungs in der Kaserne werden sich am Boden wälzen. Ruhe! Vorwärtsmarsch! Rundherum! Eins, zwei, eins, zwei! Bestimmt eklig, in so einer Rüstung im Regen zu stehen. Dank dir für die Hilfe. Schon gut. Ich kümmere mich gerne um alte Freunde und Kunden. Welch Freude, mit dir Geschäfte zu machen, Wimme. Das hat meine liebe Verblichene auch immer gesagt. Aha, die Leute kommen zusammen. Die Auktion fängt gleich an. Lass uns raufgehen. Ich frage mich, ob es hier drin heller wäre, wenn es draußen nicht regnen würde. Haben die Borsodis ihr Auktionshaus nicht im Novigrad? Hätte schwören können, das Auktionshaus der Borsodis wäre in Novigrad. Das war's. Sie sind umgezogen. Radovid hat Horst einen vorteilhaften Steuersatz angeboten. Weißt du, 0%. Schwer zu unterbieten. Nicht wahr? Das ist der Inbegriff staatlichen Wohlwollens. Worauf wollen die Leute denn bieten, weißt du das? Auf alle möglichen Wertsachen. Seltene Waffen, Exotika. Ich selbst habe freilich ein Auge auf bestimmte Werke von Porträtmeistern der Mariborer Schule geworfen. Van der Knoop, Longendijk. Sieh an, ich hätte nicht gedacht, dass du ein Kunstkenner bist. Bin ich auch nicht. Mir ist das alles nur Geschmiere. Ich will sie ja auch nur einwickeln und wegschließen. Was? Wozu denn? Wieso wozu, Geralt? Ich muss doch mein Investitionsportfolio diversifizieren. Eigentlich will ich hier nur Horst Borsodi sprechen. Oh, das könnte schwieriger sein, als du denkst. Warum? Der reinste Einsiedler ist der Mann. Gar nicht wie sein Vater. Melitele hab ihn selig. Aber bei der Auktion taucht er vermutlich auf. Dann stelle ich euch vor. Ich stehe in deiner Schuld. Ach, Unfug. Ich mache nur in Krediten und Eigenwechseln. Also, rauf mit uns. Ha, dafür gab es wieder ein paar Erfahrungspunkte. Und hier sind auch Händler, wie man sieht, auf der Karte oben rechts. Codex Vedaniensis, das einzige erhaltene Exemplar. Serikanische Speere, hervorragende Zierde für jedes Wohnzimmer. Gut zu wissen. Kann ich hier die Fackel anmachen? Ah, das ist doch schon viel schöner. Geralt, wie wär's mit einer Immobilie? Ich könnte dir attraktive Hypothekenkonditionen einräumen. Es gibt keine attraktiven Kreditkonditionen, Wimme. Auch nicht in kuvirischer Mark? Lass mal gut sein, dann ist die wieder nur 5 Pfennig wert. Feuerkelch, was das wohl sein mag? Barberger, Weißgold und Perlmutt. Wunderschön, aber beim ersten Schlag würden sie zerspringen. Verkauft an Madame Willem.
Kleid aus Haki-Seide mit Amethystperlen. So, Einhorn kann man nicht näher anschauen. Geh weg, 2000 Kronen. Tadum, tadi, tadum. Guten Tag, der Herr. Aus der Sammlung des Magiers Aeramas. Was, ein Stück Käse oder was? Ein Riese. Oder vielleicht ein Jötun? Wunderschöne Skulptur. Die wird sicherlich mal einen Garten zieren. Och, die würde ich auf jeden Fall reinstellen, wenn ich in den Garten stellen. Weißgold und Mut mit Intarsien aus Topaz. Verkauft an Dame Willi. Kleid aus Haki-Seide. Ich kämpfe mal in die andere Richtung. Eröffnungspreis 2000 Kronen. Es dauert wohl noch, bis sie anfangen. Wimmel, dies ist ein Bankett. Ja? Und? Ich hasse Bankette. Deppendialoge, winzige Portionen, Getränke, die nach Pisse schmecken. Ach, so schlimm wird es schon nicht. Lass mich dir meine interessantesten Partner vorstellen. Die alte Glucke dort ist Gräfin Mignole. Mit der hättest du bestimmt viel zu reden. Der Scheißer in der Ecke heißt Hilbert. Neureich. Hat mit Gwind ein Vermögen gemacht. Ah, und der da ist Kunsthändler Jaromir. Ein arrogantes Arschloch. Aber mit Gemälden kennt er sich am besten aus. Na, sollen wir mit jemandem reden? Es ist unpassend, hier zu stehen wie die Ölgötzen. Ich will mit dem Quint-Typen reden. Vielleicht kann ich mit dem auch Quint spielen. Ah, oh, Geralt, riech mal. Hier riecht es nach Geld. Ach so, man kann mit allen reden. Ja, rede ich mit allen. Hilbert, es ist Jahre her. Darf ich vorstellen? Geralt von Riva. Sehr erfreut. Ganz meinerseits. Wie steht's? Das Auge auf Glitzerkram geworfen? Eigentlich nicht. Ich kaufe, was mir gefällt. Etwas Prächtiges für die Wände könnte ich gebrauchen. Nilfgaard, stimmt's? Wie bitte? Dein Gwind-Kartensatz. Nilfgaard, nicht wahr? Gib's schon zu. Hast das erfasst? Normalerweise Monster. Ich ziehe die natürlich im Königreich vor. Am liebsten Square Till. Ja, momentan spiele ich ja auch die Nilfgaarder. Du hast mich durchschaut. Ha, wusste ich's doch. Du siehst nicht aus, als würdest du ein Unentschieden akzeptieren. Du musst wissen, Hilbert. Geralt hier ist ein Spitzenspieler. Spitze. Es dauert noch, bis die Auktion beginnt. Knuff, knuff, zwinker, zwinker. Wie wär's mit einem Ründchen? Abziehen wäre aber ne, ist ja wenigstens gut. Wir brauchen Kohle, fällt mir gerade ein. Es geht wohl nicht um Sieg oder Niederlage. Gut, ich bin dabei. Herrlich, ich lege meine Karten aus. Natürlich. Geralt, kommst du mal auf ein Wort? Was denn? Also, Kumpel, ich hab euch doch verkuppelt. Da finde ich, mir steht ein Teil des Gewinns zu, wenn du einen machst. 10%? Finderlohn quasi. Jetzt ist mir klar, warum du uns vorgestellt hast. Zu meinen professionellen Erkenntnissen gehört, dass Geld nicht stinkt. Also, was sagst du? Ich bin natürlich freundlich. Naja, du hast mir auch bei den Wachen geholfen. Gut, 10% meines Gewinns sind dein. Wie wär's mit 50? Übertreib's nicht, Wimmel. Sehr geil. Na gut, abgemacht. Das sind immerhin 25 Kronen für ihn, wenn wir gewinnen. Ich hoffe mal, dass wir gewinnen, verdammt. Oh, mein zweites Spiel erst in Hearts of Stone. Ich bin zu schlecht. Dein Gegner beginnt. So, Finte. Strömender Regen. Das war... Belagerung, genau. Ich glaube, er hat aber nicht viele Belagerungseinheiten, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Naja, ist egal. Hundeskommandant brauchen wir auf jeden Fall. Da können wir jemanden wiederholen. Wesemir ist gar nicht mal so gut. Ist auch gar nicht mal so gut. Der ist sehr gut. Der ist natürlich auch sehr gut, weil wir uns damit Karten ziehen können.
der ist natürlich auch sehr gut. Und die ist natürlich auch sehr gut. Ich überlege gerade. Ich glaube, er hat nicht viele Belagerungseinheiten, oder? Deswegen würde ich mal den Regen ablegen. Der ist natürlich auch nicht schlecht. Finte. Hat der Gegner viele Spione? Aber mit Finte können wir uns auf jeden Fall unseren Willen treten, Mert, wiederholen. Von daher würde ich ihn mal behalten. Ich glaube, ich lasse es. Ach, wobei, Vesemir ist, glaube ich, nicht so krass. Aber ich glaube, ich lasse lieber Vesemir als ihn hier. Ach, gutes Wetter. Na, ob das eine gute Idee war, schauen wir mal. So, was hat er nochmal für eine Fähigkeit? Die Einheiten auf Schlachtfeld wieder herzustellen. Stellen zufällig ausgewählte Einheiten wieder her. Wirkt auf beide Spieler. Okay. Was hatte ich nochmal? Ziehe eine Karte vom Ablagestapel deines Gegners. Genau. Gut, die 2 ist jetzt nicht so viel. Wir brauchen ja dann eh was im Friedhof. Ach, ich kann die beiden ja nicht wiederholen, fällt mir gerade ein, weil das ja Sonderkarten sind. Also Helden. Ja, dann spielen wir halt erstmal Vesemir aus. Verbrennen. Er hat jetzt schon Verbrennen ein? Das ist ja komplett dumm. Okay, dann werde ich meinen Spion ausspielen und die erste Runde wohl einfach abgeben. Ja. Mhm, interessante Karten. Leider kann ich mir die alle nicht wirklich wiederholen. Oh, er macht genau das Gleiche. Und dann werden wir natürlich den Spion uns auf die Hand wiedergeben. Und den auch nochmal ausspielen. Oh, er hat noch einen. Schade, wenn ich das gewusst hätte, ich lieber den auf die Hand genommen. Aber es ist halt auch eigentlich egal. Aber jetzt hat er halt blöderweise genauso viele Bonuskarten gezogen wie ich. Und er gewinnt die erste Runde auf jeden Fall. Oh, wobei, wenn ich Verbrenner spiele... Oh, fuck. Ich wollte gerade sagen, wenn ich Verbrenner spiele, dann... Vielleicht können wir ja sogar die erste Runde gewinnen, weil wenn er jetzt diesen Spion hier ausspielt... Bin am Überlegen. Guck mal, die Karte ist da eh nichts weiter wert. Die kann man mal ausspielen. Was? Er nutzt den Spion nicht? Das ist natürlich blöd. Okay, das ist gut, dass er die Kombo jetzt rausgezogen hat. Dann werden wir jetzt abgeben. Scheiß drauf. Wir haben auch eine Karte mehr als der Gegner. Ja. Ach, jetzt spielt er den Spion aus, weil er logischerweise weiß, dass er trotzdem gewinnt. Ja, sehr gut gespielt. Jetzt haben wir leider keine Karte mehr. Na gut, dann fangen wir mal an wie er. Wir müssen ja die Runde gewinnen, uns bleibt gar nichts anderes übrig. Wir haben zum Glück noch Verbrennen, der Gegner hat es schon einmal ausgespielt. Mein Gegner passt! Das ist gar nicht so verkehrt, lass mich mal überlegen. Oh, wir haben leider keine kleine Einheit mehr. Wir haben leider keine kleine Einheit mehr. Jetzt muss ich überlegen, was hier am wenigsten bringt. Ich glaube, das hier halt ernsthaft... Mir fällt gerade auf, dass mein Horn gar nicht so viel bringen wird. Ach, zufällig wird dann einer wiedergeholt. Ja, das ist natürlich schön. Oh, naja, aber ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Wenn wir die ausspielen, haben wir 21, bringt mir also noch nichts. Was haben wir denn noch im Dingens drinne? Okay. Ja, da müssen wir die jetzt noch ausspielen. Das hilft ja nichts. Okay, da hat eine Karte mehr als ich. Spiel mal erstmal was aus, wo ich nichts machen kann. Fuck, ich glaube fast, ich werde es verlieren, wenn ich ehrlich bin. Weil er hat wahrscheinlich keine Wetterkarten, sodass mir das hier zum Beispiel gar nichts bringt. Die war mit... Wähle eine Karte, genau. Zerstöre die stärksten Nahkampfeinheiten. Ja toll, der hat leider nur die, die ich nicht zerstören kann. Aber wenn jetzt Verbrenner ausspielt, dann könnte ich die beiden platt machen. Aber ich werde das mal noch eine Runde abwarten.
So, was holen wir denn jetzt? Ich glaube fast, haben wir noch den billigeren Spion? Ne, wir haben noch eine Unterstützung. Moment mal. Wähle eine Karte aus deinem Ablagestapel und spiele sie sofort aus. Wäre es ja schlauer, wenn ich das hier erstmal nehme. Hä? Wähle eine! Warum kann ich denn die nicht auswählen? Sind die dumm? Das verstehe ich nicht. Jetzt können wir 30 kaputt machen, aber wieso kann ich denn die nicht auswählen? Steht da drauf, wähle eine. Ist das ein Bug? Na, ist egal, ich verbrenne jetzt erstmal, bevor ihr irgendwie eine stärkere Einheit ausspielt und ich die dann nicht mehr zerstören kann. Ach ja, oh, siehst du, ich habe nicht nur vergessen, dass alle 10er weggehen. Da hätte ich natürlich die 10er aufgehoben und verbrennen eher ausgespielt. Ich bin aber auch dumm. Ich meine, ich habe immer noch viel kaputt gemacht beim Gegner, aber es war natürlich wieder ein dummer Fehler, weil jetzt auch kann ich meinen 100er auch nicht mehr ausspielen. Ach, bin ich blöd. Aber jetzt wird die Karte zerstört, wenn ich das ausspiele, weil er hat ja über 10. Aber ich würde erstmal noch warten und würde jetzt... hat wahrscheinlich eh keine... Oder? So, naja, ich spiele erstmal das Horn. Ach, Moment mal. Werden dann alle, die ich auch noch verdoppelt, die Stärke aller Einheiten, die sich in die Reihe befinden? Ja, okay. Ich wollte nur wissen, ob das jetzt nur zählt für die, die schon liegen oder auch für die, die ich noch ausspielen werde. Also hoffentlich nicht zweimal verbrennen. Och, ja, zweimal verbrennen. Oh, das tut weh. Aber egal, was soll ich machen, Mann? Okay, dann spielen wir jetzt die Wetterkarte aus, um sich... Ach nee, Moment. Erstmal das hier. Man kann also nicht aussuchen, hä? Na, ist egal, da kriege ich halt eine zufällige. So, jetzt wird die 10er kaputt gemacht, das ist auch nicht schlecht. Wenn ich die jetzt ausspiele, wird die verdoppelt. Dann ist es eine 14er. Okay. Meine Finte, auch nicht schlecht. Finte könnte ich auf ihn ausspielen, dann kann ich zweimal vernichten. Auch nicht verkehrt. Gucken, was er als letzte Karte hat. Gutes Wetter, alles klar, dann haben wir gewonnen. Sehr gut, aber wie gesagt, das war mir irgendwie nicht von 100%, also nicht von Anfang an klar, weil er hatte schon, er hat wirklich ein sehr gutes Deck. So, gewonnen. Wir haben auch einen kleinen Fehler gemacht, aber ansonsten denke ich nicht super schlecht gespielt. Unglaublich. Das kann nicht sein. Du hast mich irgendwie betuppt, mich verhext oder so. Hoppla, pass auf, was du sagst, Hilbert. Sonst fällt es Geralt noch ein, Genugtuung zu verlangen. Soll er sie von dir verlangen, verdammter Zwerg, bärtiger Geizkragen? Oh. Holla, dem Knaben setze ich beim nächsten Kredit aber die Zinsen rauf. Sehr schön, und wir haben auch ein bisschen Kohle bekommen, das war wichtig, weil... Eine Zwiebel, hier liegt nur eine Zwiebel, oder was? Und noch eine Zwiebel! Und Scholarenfutter, naja, okay, aber warum hier Zwiebeln liegen, verstehe ich echt nicht. Wen haben wir jetzt bekommen? Odim irgendwas. Man müsste einstellen können, dass man nur neue Karten sieht. Gaunter Odim. Ach so, unseren Chef in Anführungsstrichen. Finde Karten mit dem gleichen Namen in einem Kartensatz und spiele sie sofort aus. Na, alles klar, da ist er ziemlich schwach und da ist noch eine Belagerungseinheit, verstehe ich nicht. Wir speichern hier erstmal, machen einen Cut, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.